Fast ein ganzes Jahr ist es her, dass die JV Bergstraße ihr letztes Pflichtspiel bestritten hat. Seitdem ruhte der Ball Corona-bedingt im Odenwald. Umso größer ist die Vorfreude, dass es jetzt endlich wieder losgehen kann in der A-Junioren-Gruppenliga. Und da wartet mit Germania Eberstadt gleich mal ein echter Härtetest. Denn die Mannschaft von Paco Poitomani hat eine ordentliche Vorbereitung mit einigen Testspielsiegen hingelegt. Und dementsprechend starten sie auch offensiv in diese Partie. Die Gäste in den schwarzen Trikots übernehmen sofort die Spielkontrolle. Wir sind noch früh in der Anfangsphase. Das ist Cedric Mesnil, der setzt sich da klasse gegen zwei Mann durch. Beim Abschluss fehlt es dann noch etwas an der Präzision. 19. Minute, Freistoß für die Bergstraße. Was ist das denn für ein Ball? Riedel kommt dazwischen und bestraft das sofort. 1:0 für die Germania, aber da hat die Hintermannschaft der JLV auch ordentlich gepennt. Jonas Riedel hingegen ist hellwach und hat dann leichtes Spiel. Doch dieser Gegentreffer rüttelt die Bergstraße auch etwas wach, denn sie werden in der Folge aktiver. Langer Ball in Richtung Mehmet Öztürk, aber erst ist Hennig dazwischen und dann Şişak mit einer klasse Rettungstat. Das hätte sie sein können, die direkte Antwort auf das 0:1. Aber Mitte der ersten Halbzeit schafft es wieder Eberstadt, mehr offensive Akzente zu setzen. Das ist wieder Mesnil, der geht an der kompletten Abwehr vorbei und macht das 2:0. Ein Riesentor von Cedric Mesnil. Ihn bekommt die Hintermannschaft der Bergstraße überhaupt nicht unter Kontrolle. Alessio Auletta im Tor ist dann am Ende machtlos. Mit dieser 2:0-Führung geht es dann auch in die Kabine. Die Germania ist bislang die bessere und vor allem effektivere Mannschaft. Die JLV war hier allerdings nicht ganz chancenlos. Doch auch nach Wiederbeginn ändert sich erstmal nicht viel am Spielgeschehen. Die Germania kommt mit viel Tempo über die Außen. Irgendwie bekommt die Bergstraße dann noch ein Abwehrbein dazwischen. Mittlerweile ist eine gute Stunde gespielt. Eberstadt ist überlegen und hat die nächste Möglichkeit. Leutrim Ramay mit dem 3:0. Die Partie scheint nach 61 Minuten endgültig entschieden zu sein. Auletta ist wieder chancenlos. Doch die JLV beweist danach Moral und gibt sich nicht geschlagen. Das ist Lukas Heimpold mal aus der Distanz. Hennig hat ihn dann im Nachfassen. Wir gehen in die Schlussphase. Freistoßgelegenheit für Eberstadt. Aber Kapitän Ben Habermann zieht da etwas zu hoch. Es läuft schon. Die letzte Aktion. Nochmal die Bergstraße im Angriff. Paul Keller setzt sich damit viel Willen durch. Aber es soll heute einfach nicht klappen mit einem Treffer. Somit bleibt es dann am Ende bei diesem 3:0 für Eberstadt. Ein perfekter Saisonauftakt in die Gruppenliga. Wie Sascha Lang das Pflichtspiel-Comeback seiner Mannschaft gesehen hat, erklärt er bei unserem Reporter Nikolai Seidel. Auf jeden Fall erstmal schön, dass wir wieder spielen dürfen. Ich glaube, da freuen wir uns natürlich alle drüber. Nach dieser langen Corona-Pause leider haben wir vieles vermissen lassen, sage ich mal, was wir eigentlich die letzten Wochen erarbeitet haben im Training, was wir versucht haben zu analysieren. Gestern in der Videoanalyse leider, sage ich mal, ich habe es gerade gesagt, können wir theoretisch eine Schablone drauflegen auf viele Situationen, die wir in den Testspielen auch schon hatten. Das müssen wir dringend abschalten für die Saison, aber ich bin auf jeden Fall der guten Mutes. Das hatte sich die Bergstraße zum Auftakt sicherlich anders vorgestellt. Kommenden Mittwoch gibt es im Kreispokal bei der SG Halgen gleich die Chance zur Wiedergutmachung.